Jo, da bin ich wieder mit einem kurzen Update. Ihr könnt schon im Hintergrund hören. Und ja, genau. Was das für ein Roller ist, seht ihr nach dem Intro. Jo, jetzt wird's Retro. Baujahr 88, Honda Vision. AF22. Honda Vision AF22. Da ist er. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Honda Vision. Ach, wie süß der Auspuff, ey. Nicht schlecht. Boah. Kurzes kleines Speed-Video, weil mein Akku hat jetzt nur noch 29%. Und ja. Na? Honda. Geil. Nicht schlecht. Jo. Guck, 7.464. Ah, okay. 17.000, erst einmal die Runde gemacht. Boah, krass. Nicht schlecht. Ja, der wird klein, wenn du da drauf sitzt, dann wird es eben fahren. Ja, stimmt. Ich bin damit jetzt 45 Kilometer gefahren hier hin, ne? So geil. Boah, krass. Hinten die Feder ist okay, vorne ist ein bisschen weich. Ja, stimmt, vorne ist echt. Wenn ich will, dann muss ich auch mal hinten. Kümmert er sich um wegen der Gabel. Kann ich den Koffer hinten drauf machen, wenn ich will. Ja, geil. Der kommt auch drauf, ich habe ja noch einen zu Hause. Ja, klar. Die Spiegel. Die Spiegel kommen nächste Woche, wo ich mit deinen habe. Die gehen dann, glaube ich, auf das Surf. Ja, doch. Ja. Das ist halt alles mit neu. Ne? Genau. Das hat er auch nicht hier runter. Das geht. Ja. Also, wie gesagt, der war ganz leer da hinten. Ich bin hier, also ich bin nicht, jetzt sind wir, glaube ich, 60 Kilometer da gefahren. Knapp einen halben Tank dann, nicht ganz. Ja. Ich denke mal so, er sagte so 130, 140 Kilometer. Okay. Krass. Aber jetzt läuft er schön ruhig. Boah, Wahnsinn. Krass. Jo. Hey. Was? Ja, warum nicht? Das ist ja wieder Einfahrphase, ne? Jetzt kommen gerade erst mal die 300 Kilometer gefahren mit den Folgen. Okay.
doch voll das süße Licht irgendwie. Boah, krass, nicht schlecht. Was ich noch nicht probiert habe, war der. Ach, Kickstarter, jo. Mal gucken, ob das. Jawoll. Das ist cool. Also, das im Gegensatz zu dem Speedway. Ja, klar. Ach, wie krass. Boah, den Auspuff finde ich ja so süß. Ja. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren eine Bali gehabt, die hatte irgendwas bei 54.000 Kilometern. Ne? Boah, die was? Die habe ich ja für den gleichen Kurs gekauft, aber die hat mir so alle 150 Kilometer einen Riemen kaputt gemacht. Die Kupplung hinten war so einen leichten Schlag da. Oh, ja, dann reißen die Riemen gerne. Ne? Ja, da hatte mir einer die Kupplung runter, eine andere gebrauchte drauf, da war vorbei. Ne? Mhm. Das lief und lief und lief. Boah, cool. Krass, also ist auf jeden Fall besser als die Keyway. Auf jeden Fall, ey. Boah, Wahnsinn. Die Speedfight, weiß ich noch nicht, ob ich sie mir zurückhole. Die Frau will ich nicht mehr haben. Da habe ich ihr aber gesagt, ich krieg nicht das Geld zurück, was sie bezahlt hat. Ne? Mhm. Krass. Jo. Ja. Das nennt sich doch mal Retro. Jo, das ist echt Retro, ey. Retro-Feeling pur, ey. Krass. Das muss ja nicht immer alles neu sein, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Und der Typ sagte, das ist schon ein Youngtimer. Also, wie gesagt, der ist jetzt 32 Jahre alt, ne? Boah, Wahnsinn. Ist auf jeden Fall besser erhalten jetzt auf den ersten Blick wie, ja, die Keyway und so. Klar. Auf jeden Fall. Wenn man den. Die Keyway ist ja nur gefahren worden von dem Vorbesitzer, ne? Ja. Da wurde ja nichts dran gemacht. Und dieser hier, wie gesagt, das ist ein Liebhaber gewesen, ne? Dann hat er mit Sicherheit dann noch ordentlich Wartung gemacht oder ja, so, ja, denke ich mal. Ja, aber keinen Wartungsstau gehabt. Die letzte Wartung ist jetzt 300 Kilometer her. Ja. Und da sei, hat er ja gleichzeitig den goldenen Zylinder, ne, gewechselt. Boah, krass. Nicht schlecht. Ist ja cool. Boah. Krass. Kann man natürlich ja nicht machen, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, im Koffer, aber ich weiß nicht, im Koffer versaut man sich da viel, ne? Boah. Ja, Koffer und wenn dann nur so ein kleiner oder so, ne? Oder? Ja, da passt ein Helm rein. Jetzt habe ich noch einen. Ja. Ich hatte ja so ein Modell vor 3-4 Jahren, da habe ich das ja noch abgebaut. Okay. Das sah noch geiler aus, das Heck hinten. Ja. Aber der war nicht so gut im Schuss, wie gesagt. Ja, stimmt. Nein, der sagte mir, der Typ hier noch mit Kunststoff, ich sag, da gehe ich gar nichts dran, das bleibt so, wie es ist. Das ist das Original. Diese Gummi-Zierleisten, ne? Die so eine Art Stoßleisten dran. Ja. Ah, so das, was man beim Auto auch hat, ja, da an der Seite, oder? Hat man doch hier beim Auto auch. Hier diese. Schöne Handschuhfach, guck dir das mal an. Jo, Handschuhfach, boah. Oh, also. Ah, cool. Oh, da war die Original-Aufkleber drin, ne? Ich glaube, das sind sogar die Original-Spüle, so wie er das sagte. Ja. Ich glaube, ja. Aber wie gesagt, deine machen sich da wirklich besser an dem Roller.
Jo. Alles klar. Dann, also das war jetzt so ein kurzer Eindruck, sage ich mal so, zu Francescos neuem Roller, den er sich jetzt geholt hat. Aber die ist auf jeden Fall besser erhalten wie die Keyway, finde ich. Alles klar. Bevor mein Handy ausgeht, sage ich mal, bis zum nächsten Schraubervideo. Und das wird auch, ja, so eine kleine Überraschung. Ja, also speziell für mich, also als auch für meinen Roller. Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Schraubervideo. Ciao. Jo, kurze Testfahrt mit dem Handy, bevor mein Akku schlapp macht. Hier mit der Honda Vision. Mal gucken. Ja, ich gebe mal gleich. Soll ich gleich Gas geben? Ja, ne? Kannst du ein bisschen Gas? Gib mal gleich Gas. Ja, müsste reichen. Nee. Ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Also mal so. Gib du mal. So. Sieh du mal die eine Bremse da hinten? Die? Ja. Ja. Oh. Ich schick dir das Video gleich. Ja. Können Sie auch mit deinem Handy so. Genau, ich schick dir das gleich. Das nimmt ja gerade auf. Muss einmal mit Apple, mit Apple-Aufnahme einmal. 24% habe ich noch. Nee, ich habe mehr. Mal das Licht aus, vorsichtshalber. Nee, du musst mit dem Gas spielen. Ach, so viel Gas? Nee, einfach spielen beim. Ach so. Beim okay. Spiel du mal mit dem Gas. Oh. Ja, aber wir hier. Oh, wir dann.